In aller Seelenruhe spaziert ein Wolf nicht durch den Wald, nein, in Sachsen-Anhalt in Richtung Schule. Seitdem sorgt dieser Wolfsfilm für so einige Aufregung in der Region, wie man sich vorstellen kann. Gleich reden wir auch darüber. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2, so kurz vor dem Wochenende, auch noch mit diesen Themen für Sie. Vergangene Nacht macht eine Frau sich auf den Weg nach Hause in die Görlitzer Altstadt. Sie will zurück in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Doch dazu kommt es erstmal nicht. Stattdessen bekommt sie einen großen Schrecken, denn der Hausflur steht in Flammen. Haben Sie eigentlich schon mal was von dem Dialekt Ostfälisch gehört? Wie das genau klingt und wo man so bei uns in Mitteldeutschland spricht, das erzählen wir Ihnen gleich. Vorher gibt es aber erstmal weitere Meldungen aus Mitteldeutschland für Sie. Sächsisch, Schwäbisch, Bayerisch oder Plattdeutsch. Jede Region pflegt und spricht ja ihren ganz eigenen Dialekt. Das ist auch gut so. Und selbst diese sind dann lokal auch noch mal anders ausgeprägt. Und so spricht man beispielsweise in Wernigerode im Harz Ostfälisch. Kennen Sie nicht? Dann jetzt mal ganz genau hinhören. Sehr schön. Und in den Schulen führen ja die Kinder inzwischen schon Corona-Selbsttest durch. Aber wie sieht es eigentlich in den Kitas aus? Wird der Besuch der Kinder zukünftig auch hier von einem negativen Schnelltest abhängen? Bei uns in Mitteldeutschland, aber zum Beispiel auch in Brandenburg, wird darüber diskutiert. Eine Möglichkeit dafür wären sogenannte Lolli-Tests. In der dritten Corona-Welle, in der wir uns ja derzeit befinden, werden mehr Menschen intensivmedizinisch behandelt als noch in der ersten Welle. Und die Intensivbetten sind nahezu fast alle belegt. Wir haben vorhin auch schon darüber berichtet bei uns hier bei MDR um 2. Und das, obwohl in die Anschaffung neuer Intensivbetten investiert wurde. Allerdings nicht ins Personal. Und so verwundert es doch sehr, dass viele Kliniken gerade in Zeiten der Pandemie offensichtlich am Personal sparen. Und wir bleiben mal noch so ein bisschen beim Frühling. Dazu gehören auch die Bienen. Seit Mittwoch dreht sich ja in unserer kleinen Wochenserie alles um die Bienen und ihr wertvollstes Produkt, den Honig nämlich. Heute im letzten Teil steht bei den beiden Imkern Hanna Bicker und Thomas Körsten nun die Honigernte an. Und da wird kräftig geschleudert und natürlich auch probiert, ganz klar. Und seit Jahrzehnten gehört er zur Top-Liga deutscher Moderatoren. In letzter Zeit hat sich Reinhold Beckmann aber rar gemacht. Sein Fokus liegt jetzt auf der Musik. Haltbar bis Ende heißt das dritte Album von Beckmann und Band. Und der Titel, sagt er selbst, beschreibe ganz gut seine aktuelle Lebensphase. Und mehr zu Reinhold Beckmann und zu anderen Gästen gibt es heute Abend im Riverboat. 22 Uhr geht's dann hier im MDR dann auch los. Und jetzt schalten wir mal rüber ins MDR um 4 Studio zu dir, lieber Peter. Und bei dir wird heute wahrscheinlich, nehme ich mal an, wieder gekocht. Auch sehr viele spannende Menschen kennengelernt. Vielen Dank euch beiden. Eine schöne Sendung und dann ein schönes Wochenende. Danke dir, Peter. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich auch für die komplette Woche bei MDR um 2 und Ihnen jetzt auch ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao.